Moin und willkommen auf dem YouTube-Kanal von Drecksbedarf Schulte. Im heutigen Video werde ich eine Schale drechseln und diese mit Farben bearbeiten. Ich werde auf der Oberseite die Oberseite schwarz beizen und dann mit den Effektwachsen von König versuchen, irgendwie einen schönen farbigen Effekt auf den Wachsen zu erzeugen. Ja, genau, und dann gucken wir mal, wie das am Ende aussehen wird. Genau, das sind die neuen Wachse von König. Ich mache die mal hier auf. Die sehen jetzt erstmal weiß aus, haben aber tatsächlich andere Farben, wenn man sie auf schwarzem Untergrund einsetzt. Also zum Beispiel Blau-Violett, Rot-Gold oder Gold-Grün. Und da werde ich jetzt mal meine erste Erfahrung mit sammeln in diesem Video. Ich habe hier ein Stück Ahorn vorbereitet mit einer Planscheibe. Ja, ich fange immer, wie immer an, erstmal den Rohling wirklich, der ist vorgesägt, den erstmal richtig rund zu machen. Ich werde fast alles wahrscheinlich mit der Schalenröhre mit Fingernagelanschliff machen. Als erstes Rundlauf überprüfen, dass ich hier nirgendwo anschlage, auch wenn das einigermaßen okay ausgesägt ist. So, genau. Und dann setze ich erstmal meine Brille auf. Ich drehe den Drehzahlregler am Anfang ganz nach unten, starte die Maschine und suche dann eine sichere Geschwindigkeit. So, jetzt fängt es langsam an zu wackeln. Ich nehme hier die Schalenröhre mit Fingernagelanschliff. Die Phase lasse ich direkt in die Richtung zeigen, die quasi den Rohling jetzt hier rund macht. Und dann fange ich an zu drechseln. Das hat schon richtig Spaß gemacht. Schöne Späne erzeugt. Es riecht nach Holz. Hier habe ich eine kleine Kante drin, aber ich glaube, die ist nicht so schlimm. Ja, dann nehme ich vielleicht sicherheitshalber doch ein kleines bisschen nochmal ab. Aber der Rest sieht schon mal sehr gut aus. So, jetzt schrubbe ich die Unterseite. Das mache ich mit dieser Flanke hier. Das ist wirklich das Einfachste. Da kann ich einfach das Messer anlegen und dann hier mit so einer ziehenden Bewegung reichlich Material zügig abtragen. Ich fange immer mit einer geschlossenen Klinge an und öffne die dann so weit, wie ich mich sicher fühle. Also so zum Beispiel. Jetzt mache ich nur noch den Bodenplan. Genau. Jetzt zeichne ich mir kurz den Rezess an. Das sind 50, etwa 50 mm, aber das kann ich auch kurz hier per Augenkontrolle machen. So. So, das wird der Zapfen hier vom Spannfutter. Ich arbeite hier wieder mit der unteren Flanke, weil ich hier einfach sehr schnell Material abtragen kann. Also wie gesagt, das ist der Zapfen und den Fuß
Den mache ich dann nochmal ein bisschen größer von der Schale. Das heißt, da muss ich nochmal nacharbeiten. Den Fuß mache ich bis hier, sage ich mal. Und jetzt steche ich erstmal den Fuß richtig an. Das mache ich mit dem Hope Detail Tool. Eine leichte Schwalbenschwanzform steche ich hier an. Genau, also. Und hier beginnt dann der richtige Boden vom Fuß. So, das heißt, hier muss ich auch nochmal mehr Material abnehmen, damit das auch nach einer richtigen Schale aussieht. Das lasse ich jetzt erstmal so ein bisschen grob stehen und arbeite jetzt an der weiteren Schalenform, ehe ich das dann hier quasi final gestalte. Von unten will ich dann hier eine leichte S-Kurve randrechseln. Und da gehe ich so vor, dass ich erstmal hier um die Kurve das wieder mit so einem schrubbenden, ziehenden Schnitt mache mit der Flanke hier. Das ist eigentlich das Einfachste. Und erst wenn ich dann der finalen Form näher komme, arbeite ich dann mit angelegter Phase. Dafür lohnt sich auch der Einsatz einer geschwungenen Messerauflage. Und wenn ich die hier habe, dann nutze ich die auch gleich. Genau, das sind die hier mit dem Doppel-S, unsere KS-Messerauflagen mit geschwungener Kurve. Da kann ich, ja, ich nehme gleich das stärkere S hier. So. Muss ich wesentlich weniger oft die Messerauflage umstellen, bin immer wesentlich näher am Holz dran, also habe weniger Überhang und kann einfach ein bisschen schneller, sicherer, effizienter arbeiten. Also weiter geht's an die Form. So, jetzt komme ich der finalen Form schon näher. Jetzt arbeite ich mit angelegter Phase. Jetzt bin ich an den Punkt gekommen, wo ich ein bisschen gestalterisch gucken muss, dass das Ganze auch rund aussieht. Das ist eine Faustregel ist, dass wenn ich hier jetzt ein Lineal oder das Drechselmesser anlege, dass ich hier nicht an den Bauch anschlagen sollte zwischen Kante, also Rand der Schale und dem Fuß. Das mache ich hier und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum mir das jetzt optisch noch nicht so gut gefällt. Das heißt, ich muss hier vom Bauch noch ein bisschen was abnehmen. Das sieht schon etwas besser aus, also eigentlich gefällt mir das ganz gut. Ich denke, ich gehe hier oben noch ein Stückchen in diese Richtung. Ja, das sieht eigentlich gut aus. Jetzt mache ich hier noch so eine Trennlinie rein. Ich könnte das Ganze sogar noch ein bisschen künstlerisch gestalten. Der kleine Meißel eignet sich super dazu, um einfach kleine Details einzuarbeiten. So, außerdem muss ich hier noch ein bisschen nacharbeiten. Und auch den wirklichen Fuß arbeite ich noch ein bisschen nach. Genau, das ist die Aufnahme fürs Spannfutter, die kommt dann hinterher komplett weg.
Hier muss ich noch ein ganz kleines bisschen. Jetzt arbeite ich diese kleinen Unebenheiten hier einmal mit Schleifpapier ein kleines bisschen nach. Und dann mache ich noch ein paar Verzierungen mit dem Strukturiereisen. So ganz glücklich bin ich doch nicht mit diesem Riss hier. Ich glaube, da mache ich doch mal ein bisschen Kleber drauf. Sigi, kannst du mir vielleicht kurz dabei helfen? Ich habe gerade Siegfried König hier zur Hand. Deshalb, Sigi, was sagst du? Ein bisschen Schleifstaub drauf? Genau. Genau, und dann einfach Kleber rein. Schau, dass du den Riss schon mal gut triffst. That's it, right? Perfekt. Machen wir gleich nochmal ein bisschen drauf. Was nicht hält, fliegt ja sowieso wieder weg. Dann am besten nochmal ein bisschen, aktivieren. Genau, für alle die es nicht kennen, dieser Aktivator-Spray sorgt halt dafür, dass der Kleber komplett aushärtet. Komplett und auch sehr schnell. Alright, da gehe ich jetzt nur noch mal drüber über den Kleber. Außenseite noch mal. Jetzt kommen wir zum angekündigten Strukturiereisen, was eigentlich immer ganz gut aussieht. Ist einfach so eine Spirale an der Außenseite. Da halte ich das so etwa 45 Grad Winkel hier ran, Geschwindigkeit auf etwa 600 und dann einfach drücken und nach außen wandern. Vorgestellt. Als nächstes werde ich hier in diesen Ring eine Markierung reindrücken. Und dann mache ich noch eine kleine Spirale an dieser Stelle. Da bewege ich das Werkzeug gar nicht. Das sieht, um ehrlich zu sein, nicht ganz so aus wie geplant. So, ich nehme jetzt kurz den Negativschaber, um das einfach nochmal runterzunehmen. So, und jetzt mache ich das Ganze nochmal. Dann mache ich das weniger, also gerade hatte ich so 45 Grad. Ich werde deutlich weniger nehmen, so vielleicht 20. Ja, genau, so habe ich mir das vorgestellt. Und da mache ich jetzt noch schnell einen Rahmen drum. Ja, mal genau gucken. An der anderen Seite. Genau, so habe ich mir das vorgestellt. Ja, das ist jetzt soweit fertig. Da schleife ich jetzt nochmal ohne Kamera schnell drüber und dann geht's an die Oberseite. So, jetzt geht's an die Oberseite. Planscheibe wieder runter.
und das Ganze wird eingespannt. Dabei gucke ich natürlich wieder, dass das auch wirklich rund läuft, aber das sieht direkt gut aus. Und jetzt werde ich gleich auf der Oberseite wieder mit einem ziehenden Schnitt mit der langen Flanke das Material wegschrubben. Dann wird die Oberfläche gleich geschwärzt. Das macht dann Siegfried König, der heute bei mir zu Gast ist. Genau, diesen Teil werde ich dann einfach aushöhlen und der Rest bleibt dekorant. Ich nehme hier wieder meine Lieblingsröhre mit Fingernagelanschliff. Ich nehme diese Flanke hier, einfach um das Material wegzuschrubben, und man sieht auch direkt die Qualität von diesem Stahl. Ich schrubbe jetzt schon relativ viel und grob jetzt hiermit und das Wechselmesser ist immer noch scharf, weil dieser HSS-Stahl mit Kobalt einfach eine super Standzeit hat. Jetzt werde ich quasi in einem Zug versuchen, eine schöne, gleichmäßige, geschwungene Kurve bis in die Mitte zu drechseln. So, das ist jetzt auch quasi die Mitte hier später, würde ich sagen. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Es ist jetzt wirklich zu Deko-Zwecken, deshalb lasse ich den Rand ziemlich groß. Und jetzt höhle ich nochmal ein bisschen aus. Aber nur ein bisschen, damit wir ein Gefühl für die Proportionen bekommen. Der Rest wird ja eh erstmal geschwärzt. Willi, was sagst du? Ich finde, die Mitte muss noch ein ganz kleines bisschen mehr ausgehöhlt werden, sonst sieht es irgendwie auch blöd aus. Ja. Gut. So, das sieht ganz gut aus. Man sieht ja hier, dass diese Kurve noch nicht so richtig gleichmäßig ist. Das ist auch gar nicht so einfach. Und da ich hier den Hopnigger-Schaber parat habe, werde ich den jetzt auch einfach dafür nutzen. Übung macht mit der Röhre natürlich den Meister. Aber verboten ist es ja auch nicht, sich Hilfsmittel zunutze zu machen. Also das Ding auf die Messerauflage, auf Spindelmitte. Bisschen höher. So, dann eine relativ hohe Geschwindigkeit einstellen. Ja, das sieht sehr gut aus. Und dann ist das hiermit natürlich wirklich ein Kinderspiel. Und man sieht auch anhand der Späne, die hier fliegen, und das geht so geschmeidig. Es macht wirklich Spaß, damit zu arbeiten, muss ich sagen. Macht mir viel zu selten. Ja, das ist wirklich eine Wonne, damit zu arbeiten. Es ist, wenn ich das jetzt mit der Röhre gemacht hätte, wäre ich schon zufrieden, aber weil ich den in der Hand habe, mache ich das noch ein bisschen genauer. Das gefällt mir, keine Frage. Das Ganze wird jetzt einmal schwarz gebeizt und dann spielen wir ein bisschen mit den Farben rum. Vorher schleife ich hier noch einmal bis wie viel, Sigi? Bis 280. 280, also bis 240. 280 habe ich nicht. Wir können auch 320 machen, ne? Genau, das machen wir und dann, das machen wir ohne Kamera und dann kommt Sigi und schwärzt das Ganze. So, dann komme ich mal dem Wunsch vom Jens nach und färbe ihm einmal die Oberfläche schwarz. Ich verwende in dem Fall wieder die Politurbeize in schwarz. Mache mir wieder einen kleinen Schluck in meinen Becher. Ich mache es mir hierbei auch wieder recht einfach und nutze die Drehbewegung der Bank. Bei der Politurbeize handelt es sich um ein farbstoffbasiertes Produkt,
wie man es von normaler Beize auch kennt. Wir haben einfach nur ein kleines bisschen Bindemittel hinzugesetzt, dass das Ganze ein schöner Glanz bekommt und auch wasserabweisend wirkt. Ich nutze es jetzt in dem Fall hier als Acryllackersatz, um eine absperrende Schicht zu erzeugen, damit der Jens mit unserer wasserbasierten Farbwachse die dekorative Schicht übernehmen kann. Ich lasse das Ganze jetzt hier noch ein paar Umdrehungen laufen, damit die erste Lage mal kurz ablüften kann. Ihr habt hierbei natürlich den Vorteil, dass ihr weniger abdecken müsst, beziehungsweise eine kleine Unterlage, um mal den ein oder anderen abtropfenden Tropfen auch auffangen zu können. Reicht vollkommen aus. Ihr müsst die Drechselbank nicht abdecken, ihr habt kein Overspray und ihr steht nicht in dementsprechende Lösemittel, die in der Sprühdose zum Beispiel enthalten sind. Zwischen jede neue Schicht warte ich einfach ein paar Umdrehungen ab. Man sieht immer schön, wie es anfängt abzutrocknen. Einfach um auch die darunterliegende Schicht nicht immer wieder direkt anzulösen. Wie schon erwähnt, die Pinselspuren, die man am Anfang noch sieht, die verfliegen alle komplett, sobald der Alkohol verdunstet ist. Und das Finish legt sich schön dünn und sanft auf der Fläche auf. Den lassen wir jetzt soweit abtrocknen, dass der Shellack auch das Wasser von dem Wachs aushält. Das dauert ungefähr 10 Minuten und dann kann der Jens auch schon wieder weitermachen mit der farblichen Gestaltung der Oberfläche. Siegfried König hat die Schale jetzt eingefärbt und jetzt können wir hier anfangen, das Ganze mit den Farben zu bearbeiten. So, ein paar Farben. Was muss ich beachten? Gar nicht wirklich viel. Ich mache es in dem Fall hier immer mit dem Pinselrücken. Ich hole mir hier ein bisschen was aus. Ich gebe hier eine kleine Menge von dem Wachs in einen kleinen Becher oder in ein kleines Gefäß. Einfach um dem Ganze noch eine gewisse Geschmeidigkeit zu geben, wie eine Art Farbe. Füge ein bisschen Wasser hinzu. Ist das jetzt zu viel oder passt das? Das ist jetzt definitiv ein bisschen zu viel Wasser. Also mehr Farbe rein? Ja. Eine Fauststrecke ist eine gute Konsistenz von einer Wandfarbe zu erzielen. Das Ganze auch schön geschmeidig auf der Oberfläche verstreichbar wird. Die Farbe ist ja jetzt weiß, die wird dann aber hinterher... Die sieht jetzt noch weiß aus, das liegt am Pigment. Das Pigment braucht einen dunkler Untergrund oder einen kontrastreicher Untergrund, um hervorzutreten. So, alles gerührt und vermischt und hat jetzt auch die richtige Konsistenz. Dann trage ich es mal auf. Es sollte direkt eine ganz andere Farbe als dieses Weiß geben. Okay, also, wow, krass. Direkt, das Gold kommt direkt zum Vorschein. So, also wir kennen... Wir haben diverse Videos bei uns auf der Website, wo wir ähnliche Sachen machen. Also die Pigmente sind schon echt cool, muss man sagen. Und jetzt probiere ich mal die andere Farbe noch dazu aus. Das ist auf jeden Fall stark. So, da gibt es diesen alten Trick mit der Klarsichtfolie, der so ein bisschen einfach so einen leichten Chaos Effekt erstellt. Mal gucken, ob ich das hier hinbekomme. Ja, man kann dann ja auch so Fingerabdrücke machen, zum Beispiel. Oder so drehen. Ich habe da nicht so viel Erfahrung mit. Wir gucken einfach mal, was passiert. Jo, das sieht eigentlich schon irgendwie cool und interessant aus. Ich probiere trotzdem mal weiter rum, indem ich hier einfach... Das ist vielleicht zu viel Farbe. Versuche irgendein Muster zu machen. Wirklich der gleiche Effekt. Also, nochmal probiert. Gerade hatte ich also erst war es gut, dann hatte ich zu wenig, deshalb habe ich jetzt nochmal was nachgelegt. So, deshalb, jetzt verschmieren wir das hier alles nochmal so ein bisschen und versuchen so eine kreative Ordnung, Unordnung reinzubekommen. So.
Okay, also wir lassen das jetzt erstmal so, schauen, wie das Ganze aussieht, wenn es getrocknet ist. Sigi, du sagst, was hier weiß ist, das wird noch Gold, wenn es getrocknet ist. Das wird zum größten Teil noch Gold, ja. Okay, wie lange muss ich das jetzt trocknen lassen, bis. Ich würde es mindestens eine Stunde trocknen lassen, bevor man weitermacht. Okay, das heißt, in einer Stunde drechsel ich dann hier weiter. So, die Farbe ist jetzt getrocknet. Es ist der nächste Morgen, aber die Trocknungszeit ist eigentlich so 30 Minuten bis eine Stunde. Und jetzt muss ich das Ganze nur noch mal aushöhlen. Ich steche noch eine Linie rein, um das Ganze ein bisschen mehr in Form zu bringen. Ich werde hier außen auch noch mal ein bisschen was abnehmen, in der Hoffnung, dass das Ganze dann einfach ein bisschen kompakter, dezenter aussieht. Die Außenseiten muss ich hier auch noch einmal nacharbeiten, weil hier ein bisschen Farbe drauf gekommen ist. Genau, aushöhlen und fertig. So. Diese Schritte mache ich alle mit dem Hope Detail Tool. Okay, ich würde sagen, ich fange wieder an, das Ganze auf die richtige Geschwindigkeit zu bringen. Genau. Ich fange hier mit der Außenseite an, die nochmal nachzuarbeiten. Das mache ich mit dem Meißel hier. Einfach ganz vorsichtig mit so einem, ich glaube, das nennt sich Shear Scraping im Englischen. Ich weiß gar nicht, wie man das im Deutschen nennt. Bisschen schneller. Aber dann kann ich hier ganz fein Material abnehmen. Ja, man merkt, jetzt eiert die Schale noch ein bisschen vom Umspannen. Aber man kann schon sehen, dass das wieder ganz feine Späne sind. Das heißt, die Oberfläche wird jetzt sicher auch sehr gut sein. Okay, Farbe rundherum ab. Also gehe ich jetzt hin und steche erstmal hier eine Linie ein. Immer von beiden Seiten. Und hier, Achtung, Experiment, nehme ich ein bisschen was vom Rand ab. Ich weiß gar nicht, ob es gut aussehen wird. Wir werden es dann sehen. Erstmal ein bisschen. Schalen höhlt man eigentlich immer in diese Richtung aus. Aber am Anfang kann man auch einfach ein bisschen Material von der Mitte nach außen abtragen. Das geht einfach ein bisschen schneller. Dann nehme ich noch ein bisschen was ab, weil da noch ein bisschen Farbe drauf sitzt. Jetzt stelle ich das so auf 600 Umdrehungen wieder. So oder so. Okay, ich probiere mal hier eine kleine Textur. Warum nicht? Könnte noch ein Stück weiter nach außen. Sieht eigentlich ganz nett aus. So, jetzt geht es wieder ans finale Aushöhlen. Hier habe ich gerade schon mal zwei entgegengesetzte Muster probiert. Das werde ich jetzt am Schalenboden auch nochmal ausprobieren. Genau, aber erstmal. So, Stück für Stück arbeite ich mich jetzt hier vor. Ich kontrolliere mal kurz die Tiefe. Ein bisschen Platz ist noch da, aber auch nicht so viel. Das heißt, ich werde jetzt schon die finale Form versuchen zu finden. Jetzt habe ich hier schon ein bisschen viel Überhang. Dann nehme ich natürlich wieder meine gebogene Messerauflage. Messer rein. So, ein letzter Schnitt, dann genügt mir das. So, jetzt versuche ich mich nochmal an dieser Spirale,
die quasi einmal von der einen Richtung und von der anderen Richtung kommt und dann in sich hineinläuft. So, also einmal so und einmal andersrum. Jetzt noch einmal andersherum. Ja, das sieht doch eigentlich ganz cool aus. Das Ganze muss noch geschliffen werden natürlich, aber das sparen wir uns hier im Video. Ich suche meine Bürste. So kann man die ganzen Schnipsel, die hier so drin hängen, loswerden. So, ich zeige euch nochmal das ganze Ergebnis. Es ist natürlich noch kein Öl drauf und ist auch noch nicht geschliffen, aber zum Zeigen reicht es jetzt allemal. Auf der Unterseite eine geschwungene S-Kurve mit Struktur, einem, wie nennt sich das nochmal, Beading im Englischen, Rundstab mit Struktur. Hier noch ein kleines Detail. Auf der Oberseite die Effektwachse von König inklusive Beize, die darunter liegt. Das Ganze nochmal mit einem inneren und äußeren Ring ein bisschen ja, kompakt im Design gehalten. Dann hier nochmal eine Struktur und hier eine entgegengesetzte Struktur und in der Mitte eine kleine Spirale. Also alles in allem ein echter Hingucker, würde ich sagen. Wie immer Geschmackssache. Aber man kann sehen, man kann nicht nur einfach eine einfache Schale aus so einem Stück Ahorn zaubern, sondern halt auch irgendwie so, ich sag jetzt einfach mal ein kleines Kunstwerk. Und so viele Werkzeuge habe ich dafür auch gar nicht gebraucht. Ich habe tatsächlich alles mit meiner Schalenröhre mit Fingernagelanschliff gemacht. Ich habe sie noch nicht mal nachgeschärft. Ich habe das Haupt-Detail-Tool benutzt, ein Strukturiereisen. Das war's, glaube ich, schon. Habe ich noch was anderes benutzt? Ich glaube nicht. Natürlich noch die Farben und die Beize. Ja, und das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr habt ein paar Designmöglichkeiten für eure Ahornschalen bekommen. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video.